Wir sind hier alarmiert worden, weil ein LKW über das Weserwehr wollte mit einer etwas zu hohen Aufbau. Er hat dann oben gemerkt, dass das nicht passt, hat umgedreht und ist, soweit unsere Erkenntnis und Polizeiaussagen, dann unter dem Höhenkontrolle stecken geblieben. Eingetroffen war so, dass der LKW-Fahrer bis zur Hälfte mit dem LKW schon unter durch war und die Höhenkontrolle in dem Moment aus dem Boden gerissen wurde und abgeknickt war. Was war dann Aufgabe der Feuerwehr? Aufgabe von uns ist gewesen, die Höhenkontrolle soweit zu montieren, demontieren, dass wir die Straße wieder freikriegen. Es ist jetzt der ADAC mit einem Kran benachrichtigt worden, um dieses Bauteil vom LKW zu heben. Und damit ist für uns die Sache jetzt abgegeben. Übergabe war an die Polizei und die veranlasst jetzt Weiteres. Es ist keine verletzte Person hier. Fahrer steht ein bisschen unter Schock. Er hat es wohl gemerkt frühzeitig, aber dennoch zu spät. Sonst sind alle wohl auf. Kommt sowas denn auch mal vor? Also die Höhenkontrolle ist hier schon öfters beschädigt worden. Der Einsatz der Feuerwehr ist jetzt das erste Mal gewesen.